Melanie, hast du einen Moment, dass wir mal reden können? Nee. Würde ich echt gerne mal machen. Nee, wir können das auch alle hier in der Öffentlichkeit jetzt klären. Jungs, Mädels. Nee, ich würde gerne mal, weil ich auch Sachen habe, die ich mit dir alleine noch mal besprechen will. Die, Jungs, Mädels, wir können das jetzt gleich erklären. Ich möchte mit Sarah nicht mehr reden. Ich will mit der Frau keine Aussprache haben. Das ist eine falsche Frau. Und mit sowas will ich nichts zu tun haben. Was du mir gestern an den Kopf geworfen hast, ja, du warst nicht schon, du bist erwachsen, du bist ja älter. Nee, pass auf, du hast ja auch Sachen. Du bist in der ganzen Branche. In der ganzen Branche bist du verhasst. Okay, ich möchte mich mit dir nicht unterhalten, weil du dumm bist. Und ich habe Angst vor dummen Menschen. Schon wieder beleidigend. Also dumme Menschen, habe ich mal gelernt, sind meistens sehr, sehr gefährlich. Weil die auf einer Ebene tanzen, wo wir uns nicht auskennen. Aus einem Lameng sagst du, du bist was Besseres. Und aber was bin ich denn eigentlich für dich? Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Mann seit 12 Jahren, okay, den ich glücklich mache. Du Vogel! Du Kackeule! Du bist doof! Es platzt einfach dann irgendwann mal. Ne? Und es ist einfach so, ich will mich mit der Frau nicht verstehen, ich will mich mit der Frau nicht unterhalten. Melanie, komm. Du bringst hier Sperren rein! Komm. Okay? Beruhigt euch doch, schaltet mal runter hier, bitte. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich bin nicht doof, okay? Ich bin auch nicht doof, ganz ehrlich. Du bist krank in meinen Augen. Du bist ein ganz kranker. Ich will das nicht. Was erzählst du denn jetzt für eine negative Energie hier nicht? Und deswegen will ich dich hier draußen haben, okay? Dann hat sie wieder so eine Seite gezeigt, die einfach unmöglich ist. Aber nicht mit mir, okay? Dieses Lautwerden, dieses Brüllen und Und das fand ich dann einfach schade. Wir tun uns beide nicht mehr. Okay, reicht doch jetzt. Reicht, Mädels. Hey! Hallo, ich habe gerade wieder gute Laune bekommen. Schnauze jetzt, beide. Amen. So, schöne Sonne.